Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Wir sind vom Grundsatz mit unserer Tagesordnung, die wir vorgesehen haben, am Ende angelangt. Es stellt sich die Frage, ob hier im Saal noch Diskussionsbedarf besteht. Und ich frage an der Stelle, gibt es eurerseits, ihrerseits Wortmeldungen, Hinweise oder gegebenenfalls auch Fragen an die Kandidaten bzw. an den André? Dort hinten haben wir eine. Guten Tag, mein Name ist Menden. Ich wollte gerade bei den Stolpern fahren, wenn einer da ist. Ich war gestern bei der Wabe im Sozialkaufhaus und musste überrascht feststellen, dass dort wegen Mittelkürzung der Ahren eben solche Projekte nicht mehr weitergeführt werden. Gibt es da irgendeine Hoffnung, dass solche Projekte halt weitergeführt werden? Gibt es jemanden, der zu dieser Antwort, zu dieser Frage Stellung beziehen kann? Der Albert meldet sich. Ja, das ist allerdings ein Problem, wer es mitbekommen hat. Es ist eine Haushaltssperre verhängt worden, was ich vorhin andeutete. Es wird einseitig von oben nach unten gekürzt. Und wen es trifft, sind wir hier unten. Und ob es da weitergehen kann, das muss man sehen. Es gab vor kurzem in der Städteregion dafür eine Veranstaltung von Pro Arbeit, die dann sehr anschaulich sagten, was das bedeutet. Sie können nicht mehr langfristig planen. Es war ein sehr schönes, beispielhaftes Bild, was sie brachte. Würde man es mit einer Schule vergleichen, so wie es dort gerade in den Waren oder auch solche Projekte wie das Sozialkaufhaus betrifft, vergleicht, so würde das bedeuten, dass eine Schulklasse das Jahr so beginnt, ganz normal. Nach 6 Wochen würde es heißen, so, eure Klasse ist geschlossen, ihr geht jetzt mal nach draußen. 3 Wochen später, die Schulbücher brauchen wir jetzt mal nicht. Das wird mal wieder 4 Wochen später. Nö, jetzt sind keine Lehrer da, jetzt müsst ihr euch mal selbst unterrichten. Und es würde dauernd gewechselt. Und so ungefähr ist diese Situation in diesem Sozialbereich. Und ich denke, Frank kann das noch detaillierter erklären, was da abläuft. Und deswegen, was eben sagte, ist es sehr wichtig, wirklich bei dieser Landtagswahl, dass wir stark einziehen. Es gibt Möglichkeiten halt über, wie heißt es jetzt, Länderkammer Einfluss zu nehmen, diese Gesetze aufzuheben, diese einseitige Blockierung von Haushaltsmitteln aufzuheben. Denn das Gleiche, was jetzt der Bund macht, wird auch durch die Länder fortgeführt. Und als Kommune, die als Letzte nur noch die Ausführungen sind, haben einfach keine Mittel mehr, sowas aufzugreifen. Und ich denke, dieses wird sich in der nächsten Zeit fortführen. Und da meine ich, muss man auch vor Ort einfach als Bürger viel mehr Druck ausüben. Auf die Parteien, jetzt auch die Infostellen rückt mal nachfragen, wie es jetzt auch unsere Wertekollegen hier sagten, dass sie die CDU belabern und sie nötigen, mal wirklich Stellung zu nehmen. Und dann wird man sehen, wer wirklich Farbe bekennt und sagt, wir stehen an eurer Seite und kämpfen auch mit euch. Ihr werdet sehen, es werden wenige sein. Wir werden es sein, es werden einige von den Grünen und auch von der SPD. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, wer in der Opposition ist wie sie. Das ist ja eben angesprochen worden, Bildung. Wer die Studiengebühren eingeführt hat, war rot-grün. Wer die ganzen Hartz-IV-Gesetze eingeführt hat, war auch rot-grün. Und schwarz-gelb nutzt einfach den Freiraum, den man ihnen gegeben hat. Und deswegen ist es so wichtig, bei dieser Wahl wirklich zur Wahl zu gehen. Hast du noch was dazu sagen? Ich sehe eine weitere Wortmeldung. Ja, Norbert Schnitzler aus Aachen. Ich habe eine Bemerkung und eine Frage. Die Bemerkung bezieht sich auf den Vergleich mit Casinos, also so ein offizielles Casino. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Mafia-Buden. Das gibt ja das meiste wieder zurück, was es einnimmt. Man behält nur einen ganz kleinen Teil für sich und man kann die Regeln durchschauen, die Beschäftigten werden ordentlich bezahlt und so weiter. Verglichen damit sind die Banken die Verbrecher und nicht die Casinos. Die Casinos müssten sich eigentlich gegen den Vergleich wehren. Und die Frage, die ich hatte, war zur Landesverfassung. Die habe ich auch mal gelesen, war schon Jahrzehnte her. Und ich habe mir vor allem gemerkt, was mich geärgert hat. Da steht nämlich drin, die Schulen haben die Pflicht, zur Ehrfurcht vor Gott zu erziehen. Da habe ich als gottlose Probleme und ich bin da lieber für das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Kruzifixe raus. Vielen Dank. Möchte jemand auf den Wortbeitrag, auf die Frage eingehen? Der André. Ja, falls ich die Casinos irgendwie denen zu nahe getreten bin, möchte ich mich dafür entschuldigen.
Also ich glaube, es ist völlig richtig, dass die Banken und die Spekulanten halt viel, viel größeren Schaden anrichten als so ein Glücksspiel. Das ist halt ein Bild, dass eigentlich in der ganzen Welt so ein Spiel stattfindet, aber ich glaube tatsächlich, Banken sind möglicherweise schlimmer als Casinos. Kann damit Brecht nur antworten, was ist der Einbruch in eine Bank, die Gründung einer Bank. Ja, danke. Da ist eine Frage. Das Mikro hat der Peter. Ja, hallo, mein Name ist Peter Nickels. Ich habe also eine Frage hier zum Landeswahlprogramm oder den Begriff aus der Krise. Da wird also für einen bundesübergreifenden öffentlichen Zukunftsfonds geworben. Ist das so ähnlich gedacht wie, sage ich mal, in den 50er Jahren dieser Lastenausgleich? Wer möchte zu dieser Frage Stellung beziehen? Ich muss jetzt gestehen, dass wir nicht alle Experten in jedem Teilbereich unseres Wahlprogramms sind und ich sage das lieber ehrlich, als dass ich jetzt irgendwas Erfundenes mir aus dem Bauch. Ich kann da jetzt nicht ganz genau was zu sagen, was an der Stelle. Weil das auch von anderen Parteien spricht, von den Grünen auch in der Form gefordert wird. Die nennen das auch, wenn nicht Lastenausgleich, der Begriff ist ja alle. Also sowas Ähnliches wird da auch gefordert. Ja, es geht natürlich auf jeden Fall darum, dass eine. Ich habe Frank schon umgeschmissen. Es geht natürlich darum, dass wir finanzielle Möglichkeiten schaffen wollen, die ein Ausbluten der Kommunen verhindert und die Länder auch finanziell in die Fähigkeit versetzen, ihre finanziellen Aufgaben zu übernehmen. Aber ich kann das im Detail jetzt nicht auswendig beantworten.